Guten Tag, Herr Kommissar. Nehmen Sie das Auto mit heute? Ich gehe zu Fuß. Man läuft sowieso zu wenig. Ja. Guten Nacht, Herr Sieger. Guten Nacht, Herr Kommissar. Mietzchen, komm her. Mietzchen. Warum? Weil ich schwimmen kann. Ich verstehe kein Wort. Wenn man sich das Leben nehmen will und kann schwimmen, dann muss man was tun, dass man nicht mehr schwimmen kann. Das ist doch logisch, oder? Ein solcher Mist, Menschenkind. Wie man sich nur so etwas Idiotisches ausdenken kann. So, komm her. Was? Das Leben ist doch sowieso schon schwer genug. Ja, eben. Was soll denn der Blödsinn? Ja, ich gehe schon. Ich gehe, ja. Ich gehe, ja. Ja.
Hört doch auf! Was machen Sie denn für Blödsinn? Keine Angst, ich mache ja gar nichts. Ich will ja nur meine Sachen holen. Und das Schuhe? Setzen wir uns mal dahin. Komm. Hier. So. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin. So. Trink mal einen Schluck Kaffee. Hier. Immer wieder. Komm. Schönen heißen Kaffee, komm. Hier, na? Trinken Sie mal. So. Schön so. Nur erzählen Sie mal. Erzählen Sie mal, was los war. Na, ich meine, es muss doch einen Grund geben, warum ein erwachsener Mensch wie Sie so einen Blödsinn macht. Natürlich gibt's einen Grund, aber es gibt gar keinen Grund, Ihnen den zu erzählen. Bleiben Sie mal hier. Wer sind Sie denn überhaupt? Wieso kommen Sie denn überhaupt mitten in der Nacht hierher? Ach, da war eine Katze, eine kleine Katze, wissen Sie, in der Mülltonne. Menschen gibt's. Mögen Sie Katzen? Ja, sehr. Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Köster heiße ich. Und wer sind Sie? Kommen Sie. Irgendwer. Ich will's nicht sagen. Naja, es geht mich auch nichts an. Entschuldigen Sie. Lass uns das. Was? Sie entschuldigen sich andauernd. Entschuldigen Sie? Das ist eine dumme Angewohnheit, das ist eine Generationsfrage. Dabei hat meine Mutter gesagt, Ertrinken sei der schönste Tod. Sie ist als Kind mal in Wildbach gefallen, der hinter ihrem Haus vorbeifloss. Ihre Brüder haben sie rausgezogen. Noch Jahre danach war sie ihnen böse. Sie hatte nämlich einen Traum, wissen Sie? Einen Traum, als er halb am Ertrinken war. Barfuß ist er über eine ganz weiche, grüne Wiese gelaufen. Und in der Ferne, da war irgendwas Geheimnisvolles, Schönes. Und gerade wie sie drauf zuläuft, da holen ihre Brüder sie raus. Ich habe mal wo gelesen, dass viele, die man vor dem Ertrinken gerettet hat, diesen Traum hatten. Ja, ne? Oh Gott, bin ich fertig. Aber so eine Tournee macht dann eben auch fertig. Tournee? Ja, ich bin Schauspielerin. Heute war letzte Vorstellung. Wissen Sie eigentlich, dass 70% aller Selbstmörder, die sich erschießen wollen, blind werden? Ja, nein. Warum? Na, weil sie daneben schießen. Sehnerv drin. Was machen Sie? Ich meine, was arbeiten Sie? Ich bin Beamter. Haben Sie Kinder? Ja. Ein Sohn aus erster Ehe, aus meiner Ehe von früher. Komisch, ich auch. Wie alt? Der ist 38, der lebt in Amerika. Ja. Vor 4 Monaten hat er mich mal besucht. Richtiger Amerikaner. Der spricht kaum noch Deutsch. Das ist komisch, nicht? Ja, meiner ist 17. In einem Monat wird er 18. So? Na, Sie sind gut. Und da wollten Sie den allein lassen? Oh. Der kommt ganz gut ohne mich zurecht.
alle kommen sie ganz gut ohne mich zurecht. Wer ist alle? Na, er. Er und sein Vater. Mein jetziger Mann. Den habe ich die letzten Jahre beinahe nur gestört. War das der Grund? Nein, der Junge ist im Internat. Das ist eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Man muss für sein Kind sorgen. Muss man Geld verdienen. Und dann hat man überhaupt keine Zeit, um sich richtig um das Kind zu kümmern. Aber es ist ein sehr schönes Internat in Frankreich. Und ich habe fürs nächste Jahr vorausbezahlt. Und meine Lebensversicherung zahlt auch im Selbstmordfall. War das der Grund? Was? Das Geld von der Lebensversicherung. Quatsch. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Ich sag's Ihnen doch nicht. Also jetzt kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Irgendwann muss ich ja doch nach Hause. Sie ein Gewässer im südlichen Sibirien? Es kann sich nur um den Baikalsee handeln. Der kommt doch in jedem Kreuzworträtsel vor. Ach, ich kann Kreuzworträtsel gar nicht leiden. Schauen Sie, da ist sie ja. Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Komm mal her. Schmiedli. Hier, halten Sie sie mal. Sehen Sie, der haben Sie zu verdanken, dass Sie noch am Leben sind. Lass es mal, ich mach das schon. So, dann. Danke. Soll ich nicht doch mit raufkommen? Jetzt nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass ich jetzt so Mutterseelen allein da oben bin. Ich bin ja nicht allein, ich habe ja die. Sagen Sie mal, da brennt ja Licht da oben. Ist Ihr Mann doch schon nach Hause gekommen? Nein, das habe ich gestern, das habe ich vorhin brennen lassen. Der kommt erst morgen über. Ja, ich rufe Sie dann morgen früh mal an, wenn ich darf. Ich stehe im Telefonbuch. Und der Della. Dora, Emil, zweimal Ludwig, Emil, Richard, Sarah. Dellas. Nein, Deller. Sarah Della. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt fahren Sie mal da vorne in die Ecke und halten Sie. Also, das ist doch... Da war er doch drin. Ich weiß doch genau, dass ich ihn eingepackt habe. Dieser hinterhältige Kerl. Was mache ich denn jetzt bloß? Muss Röschen anrufen? Nee, es hat gar keinen Sinn. Wie ist denn der Kerl? Köster. Köster. Ja, nee, ist. Ja, mein Gott, Köster ist Köster. Das gibt es ja wirklich wie Sand am Meer wahrscheinlich. Das ist so,
Ich mach das jetzt alles ganz richtig. Ich mach dir noch mal Milch. Pass auf. Aus. Gustav, Steuermann, Sie können es. Hallo? Ja, entschuldigen Sie bitte, ja. Nein, ich weiß, es ist 2:30 Uhr nachts, aber es ist wahnsinnig wichtig. Sind Sie. Kennen Sie den Baikalsee? Nein, das ist kein Witz. Nein, das ist nur so, weil... Entschuldigen Sie, nein, das geht ja auch gar nicht. Ist es Sarah? Sei doch mal still! Ach, Katrin, quatsch dauernd. Ich muss es ja schließlich auch wissen. Bitte. Die Hauptsache ist, du bist wieder da. Wir haben mindestens 10-mal bei dir angerufen. Jan schläft immer noch, natürlich. Bitte, mach dir keine Gedanken. Wir werden alles genauso machen, wie du gesagt hast. Oh, danke dir, Röschen. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Ach du ja bitte und versuch Joschi anzurufen. Und wieso? Er ist doch schließlich sein Vater. Ich spinne. Nein, das war der... Was? Nee, 7 Uhr habe ich gesagt. Dann ist es in Tel Aviv, glaube ich, 8:30 Uhr. Da ist ein Büro. Ich danke dir schön. Ich verspreche es dir wirklich. Danke. Idiot. Wie lass das? Mizile. Komm, geh da runter, komm. Da. Miz. Bist du wieder runtergehen? Hallo? Ja, hier spricht Sarah Deller. Deller. Ich habe meinen Mann erschossen.
Warten Sie einen Moment, es dauert nicht lang. Und womit haben Sie das Haus? Ich meine, wo ist die Mordwaffe? Irgendwo. Beim fremden Herrn. Machen Sie keine Witze. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich Ihnen den Namen sage. Es gibt mindestens 25... Der Mann ist ungefähr seit 3 Stunden tot. Sich Leute. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. In München nicht so heißen. Hör mal zu, sagen Sie ihn uns nur. Da werden wir ihm alle 25 überprüfen. Ne? Also, der Mann heißt... Köster. Entschuldigung. Das ist der Mann. Ich nehme an, das ist die Mordwaffe. Ja, das... Grüß Gott. Chef, ich muss Ihnen was erklären. Ganz was Neues. Ich habe die Waffe... Das sehe ich. Ich habe die Waffe hier weggenommen, weil sie ins Wasser gegangen ist. Ich verstehe kein Wort. Wozu braucht sie eine Waffe, um ins Wasser zu gehen? Nein, erst ist sie ins Wasser gegangen. Da habe ich sie ausgezogen. Da hat sie sich ausgezogen. hat sich umgezogen. Und da habe ich die Waffe in der Handtasche gesehen. Und da habe ich sie weggenommen, damit sie sich hinterher nicht auch noch erschießt. Das war sicher nicht ganz korrekt. Sowas könnte Ihnen natürlich nicht passieren. Nein, sowas könnte mir nicht passieren. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Machen Sie mich doch nicht wahnsinnig, jetzt wissen Sie es ja. Was ist denn das? Mein Mann. Sie haben doch gesagt, er wäre Vertreter. Ja und? Das sieht doch eher aus wie ein Schauspieler. Stellen Sie sich doch nicht so dumm. Er war andersherum. Homosexuell. Sie haben mich angelogen. Also Schluss jetzt, Köster, die Dame hat den Mord gestanden und wir beide werden uns noch einmal unterhalten müssen. Ausführlich, glaube ich. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber meine Frau... Ja, schon gut, Mann, Ihre Privatangelegenheiten interessieren mich im Augenblick nicht. Aber wenn auch meine Frau mal... Dann fangen Sie schon an! Eine tolle Uhr. Bisschen plump für die Dame. Eine Fliegeruhr. Machen Sie keine Witze. Wollen Sie denn gar nicht wissen, warum ich es getan habe? Um uns das zu erzählen, werden Sie schon noch Zeit genug haben. Keine Bange. Also Sarah spinnt wirklich manchmal Schlafmittel in Whisky. Hätte ihn doch glatt auch umbringen können. Was, du weißt doch. Das ist das alte Nervenfieber, das hat er auch gesagt. Wir können ihn beschäftigen. Viel beschäftigen. Das Beste wäre, ich ließ ihn töpfern. Also, nein, ich mache es doch schon. Viel reden soll man mit ihm. Ah ja, und Wechselbäder soll er machen. Wir werden ihn schon wieder hinkriegen. Katrin, geh jetzt bitte nicht zu ihm. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Irgendetwas ist komisch an dieser ganzen Geschichte. Sarah sagt doch, Manu bildet sich ein, er hätte Hermann erschossen. Und wir sollen ihm das ausreden. Tja, und? Ich habe heute 2 Stunden an seinem Bett gesessen. Er hat fantasiert. Was denn? Red doch schon. Naja, er hat dauernd nach Sarah geschrien. Und einmal hat er gesagt, ganz deutlich, Mutter, warum hast du das getan? Sie bringen dich ins Gefängnis. Verstehe ich nicht. Sie hat's doch getan. Warum sagt sie denn, Manu bildet sich ein, er hätt's getan? Ich meine, wenn das so wäre, dann würde er doch in seinem Fieber davon fantasieren, oder? Übrigens bleibt sie dabei, dass sie nur einen Schuss abgefeuert hat. Da frage ich mich doch, von wem die beiden anderen in der Zielscheibe stammen. Doch sicher von einem sehr guten Schützen. Beide exakt in der 12. Sie sagt, sie weiß es nicht. Vielleicht sei es ihr Mann gewesen. Der hätte oft ganz sinnlos rumgeballert, sagt sie, beim Spazierengehen im Wald, wenn ihn der Rappel gepackt hätte. Sie hätte sich oft vor ihm gefürchtet. Und dann nur ihre Fingerabdrücke. Warum nur ihre? Seine müssten doch auch auf der Waffe sein, wenn er so oft damit rumgeballert hat. Bevor sie schießt, im Affekt schießt, wie sie sagt, wischt sie erst noch die Pistole blank. Die Frau gesteht. Sie hat ihr Geständnis unterschrieben. Ihre Aussagen stimmen mit den Indizien überein. Jetzt lassen Sie es gut sein. Wir haben den Ermordeten, wir haben die Mörderin. Warum sollen wir die Sache komplizieren? Wir haben genug andere Fälle. Naja, es ist schon komisch, wenn man jemand aus dem Wasser gezogen hat und dann...
Chef, wollen Sie mir den Fall nicht abtreten? Also gut, von mir aus. Und vor den menschlichen Gefühlen hätte ich mich langsam ein bisschen hüten, Köster. Die spielen einem auf die dümmsten Streiche. Ja, aber die Finger sind noch viel zu kurz. Das sind keine Finger, das sind ja Zehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja. Was ist ein Strumpf? Ja, das ist mein Konrad. Der kriegt immer so einen Ausschlag an den Zehen, wenn es so aneinander reibt. Ja, und da habe ich jetzt ganz was Spezielles erfunden. So? Was heißt da erfunden? Die kann man heute schon in jedem Kaufhaus kaufen. Naja. Ich habe gedacht, ich könnte es zum Patent anmelden. Wieder schon in der Besucherzelle. Komisch. Ich hab's so gern im Fernsehen gesehen. Was nicht alles gibt. Wer hätte es gedacht? Eine Mörderin. Ah, guten Tag. Gut, dass Sie kommen. Die das Katze. Das ist meine Kollegin, Frau Luther, das ist Frau Teller. Ja, wir haben die Katze vergessen. Ich habe es hier zwar schon gesagt, aber ich weiß nicht recht, ob man sich drum kümmern kann. Ja, ich war in Ihrem Haus und habe sie geholt. Der geht's gut. Meine Frau Gauthier, meine Freundin, die kümmert sich um Sie. Das ist lieb. Dankeschön. Ich habe Ihnen Zigaretten mitgebracht. Danke, ich rauche nicht. Ich habe Ihren Fall übernommen. Da gibt's nicht viel zu übernehmen. Na, ich weiß nicht. Ihr Sohn heißt Manu? Ja. Warum fragen Sie? Weiß er, dass Sie hier sind? Nein, das braucht auch gar nicht zu wissen. Er ist so ein labiles Kind, der würde nur wieder dieses schreckliche Nervenfieber bekommen und darum... Ist das schlimmer für ihn, wenn Sie im Gefängnis sitzen, als wenn Sie Ihre Absicht mit dem Ertrinken wahrgemacht hätten? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum Sie sich nicht erschossen haben. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Na, wo Sie so gut schießen. Da hätten Sie doch bestimmt den Sehnerv nicht getroffen. Zwei Kugeln mitten in der 12 und die dritte mitten im Herzen? Das war ich nicht. Das mit der Zielscheibe, das war ich nicht. Das habe ich Ihrem Kollegen schon gesagt. Damit habe ich nichts zu tun. Aber mit dem Schuss im Herzen, da haben Sie was zu tun. Ja! Gehen Sie mal raus. Zeigen Sie mal. Was? Na, wie Sie geschossen haben. Was soll das? Ich habe ja gar keine Waffe. Ach so, mit der Hand. Wozu sind wir denn Schauspieler? Ich möchte mal sehen, wie Sie gezielt haben. So lächerlich. Und so bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Ping! Links. Sitzt das Herz, sitzt das Glück, sitzt der Schmerz, liebe Dame. Manchmal verwechsel ich einfach links und rechts. Aber nur manchmal. Bei meinem Mann habe ich es jedenfalls nicht getan. Das steht ja wohl fest. Das steht ja wohl fest. Na ja, dann werde ich mal gehen. Ach ja. Ich bin in der letzten Zeit so vergesslich. Woher haben Sie denn den? Ach so, ja, natürlich. Ja, was schließen Sie jetzt darauf? Womit hat er nichts zu tun, Ihr Manu? Diesen Brief wollte ich meinem Sohn ins Internat schicken. Und dann ist mir eingefallen, dass Ferien sind. Ich habe seine Adresse nicht gewusst. Das heißt, ich weiß sie immer noch nicht. Er ist unterwegs mit Freunden in der Normandie. Das habe ich doch alles schon gesagt. Gut. Entschuldigung. Und noch was? Ist Ihnen eigentlich recht, wenn ich die kleine Katze zu mir genommen habe? Ich bin immer so eigenmächtig. Hätten Sie lieber bei Freunden gehabt? Haben Sie keine Freunde? Nein, ich habe keine Freunde. Ich habe Kollegen. Und die sind alle froh drum, wenn sie keine Verantwortung auf sich laden müssen. Also behalten Sie sie und verschwinden Sie! Auf Wiedersehen. Mutter kann doch jetzt nicht in aller Seelenruhe einen Funk in Köln machen. Und dann euer Getue mit meinem Fieber. Manu! Ich hab dieses komische Fieber, diese Fantastereien, unter denen ich angeblich leide.
Seit meinem 12. Lebensjahr habe ich das alles nie mehr gehabt. Ich bin jetzt ein Mann, hört ihr? Ein erwachsener Mann. Manu, bitte sei still. Dr. Schwarz hat extra gesagt, du darfst dich nicht aufregen. Hört endlich auf, mich wie ein krankes Kind zu behandeln. Ich sag's euch doch, mir geht's wunderbar. Manu! J'en ai marre! Vous êtes vraiment chiant comme un bois sous puce. C'est pas de l'imagination pure et simple, enfin! Je sais parfaitement ce qui s'est passé, non, ma chienne! Hör doch mal! Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er bildet sich nichts ein. Er weiß genau, was geschehen ist. Manu! Mann, nein! Aus oder ich schlag das Fenster ein! Setz dich hin! Bitte setz dich hin! Bitte, Manu. Mann, hör zu. Ich will es dir erklären. Deine Mutter fürchtet, du könntest dir einbilden, du hättest Hermann erschossen. Deshalb sollten wir dich hier so lange wie möglich festhalten. Nein, nicht festhalten. Pflegen, natürlich. Sie sagt, du hättest wieder dieses Nervenfieber. Und Dr. Schwarz sagt das auch. Jöko, was versteht denn der? Aber Sarah, ich soll mir einbilden. Wie kommt sie denn da drauf? Wo ist sie? In Untersuchungshaft. Sie hat den Mord gestanden. Wie mein Konrad Fünfer habe ich gedacht, er wird einmal ein Maler. Nein, nein, kein Anstrecker. Wo ist auch ein schöner Beruf, ja. Nein, so einer, der die Sonnenuntergänge auf die Leinwand zaubert, habe ich gemeint. Nein, Sonnenuntergänge habe ich auch narrisch gern. Aber durch die Gitter schauen sie sich halt gar nicht so schön an. Immer hat man Gitter davor. Ich auch. Einmal sind wir spazieren gegangen, der Konrad und ich. Nach dem Regen war es. Und die Sonne hat die Farben in die Pfützen reingemalt. Und dann ist er plötzlich stehen geblieben und hat gesagt, und hat auf die Pfützen gedacht, schau, Mama, ein gestorbener Regenbogen. Und ich habe auch gerade an einen Regenbogen denken müssen, wie ich die Farben gesehen habe. Ich habe mich so viel gefreut, weil der Bub nämlich mir nachschlagt. Weil ich habe ja auch den Drang zu kommen. Gespielt habe ich auch früher als junges Mädel. Naja, aber wenn es heiratet, dann ist alles vorbei. Maler ist er keiner geworden. Einmal hat er an die Wand gemacht. Was ist er denn geworden? Immer frisch geweißelt. Wir hatten ganz wenig Geld und der Maler war teuer. Ich habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt, bitte, Manu, lass das. Aber immer, wenn ich aus der Küche kam, dann stand er da und kritzelte meine Wand kaputt. Also, Manu, wenn du so böse bist, dann mag ich die Fall überhaupt. Kind, das sowas sagt. Ich meine, mit 5, da ist man doch schon fertig, sagt Röschen immer. Ich meine, man kann als Mutter gar nichts mehr tun. Der Charakter, der ist doch schon da. Ein Kind, das sowas sagt. Das kann man doch allein lassen, wenn man... Danke.
Lewandowski, Rosalinde, Sollenwaller Straße 15. Vielen Dank, Frau Huber. Bitte sagen Sie Frau Deller nichts davon. Soll ich mitkommen, Herr Köster? Nein, das ist nicht nötig. Unsere Schauspielerin hat anscheinend doch eine Freundin. Die Dame gucke ich mir jetzt mal an. Oh. Er wollte mich umarmen und küssen. Ja? Ja. Weiter? Ich habe ihn von mir gestoßen und da zog er seine Pistole und bedrohte mich. Er schrie, oh, unser feiner Sohn aus erster Ehe ist da. Er beschimpfte mich. Uns jungen Leuten würde eben ein richtiger Krieg fehlen, in dem man sich erproben könne. Und dann nicht langsam, ne? Entschuldigung. In dem man sich erproben könne und ein richtiger Mann würde, so wie er. Ich lachte. Ja? Naja, wissen Sie, er hatte doch diese komischen Kleider an. Der sah aus wie eine Frau, verstehen Sie? Ich lachte, weil er diese komischen Frauenkleider anhatte. Ja? Ja. Ich lachte. Darüber wurde er noch wütender. Er zielte auf mich mit dem Revolver und ich bekam es mit der Angst zu tun und wollte ihm den Revolver wegnehmen. Er wehrte sich und auf einmal ging ein Schuss los. Und ja, und er fiel. Er fiel um. Was Sie sind, Manu. Wir sind nur vor einer halben Stunde an der Tür zusammengestoßen, egal? Warum sind Sie eigentlich nicht früher gekommen? Ja, ich konnte nicht. Meine Mutter hat mich zu der Schwester meines Vaters gebracht und ja, sie hat mir eine ziemliche Dosis Schlaftabletten eingeflößt und meiner Tante gegenüber behauptet, ich hätte einen Nervenschock. Sie wollte mich außer Gefecht setzen, damit ich den Mord nicht gestehe. Ich glaube, der Junge war es. Ganz sicher war es der Junge. Und die Mutter ist ein Pelikan. Was soll das heißen, Pelikan? Ja, wie Tante Luise. Die ist bei uns in der Familie nur der Pelikan. Was hat denn deine Tante Luise mit meinem Fall zu tun? Ach, du alter Brummler. Nix natürlich. Pelikane reißen sich die Brust auf, wenn sie kein Futter für ihre Jungen finden. Tante Luise war so eine und deine Schauspielerin ist eben auch so eine, meine ich. Meine Schauspielerin? Schau mal, ich habe zuerst gedacht, das wäre eine Hochzeit. Jetzt sieh doch mal, wie fröhlich die alle sind. Ja, was ist das denn? Eine Totenfeier. Eine Verbrennungszeremonie. Also ich glaube das nicht. So ich glaube, die haben das zusammengetan. Ja. Hallo? Ja, der ist hier. Für dich. Heimann. Ja, Heimann. Schieß los. Stimmt alles, was der Junge sagt. Maschine aus London pünktlich und der Freund hat alle seine Angaben bestätigt. Da ist nicht dran zu rütteln. Der hat ihn kurz vor 23 Uhr vom Haus abgesetzt. Er erinnert sich deshalb so genau dran, weil gleich drauf die 23 Uhr Nachrichten im Autoradio kamen. Schnark hat von der Viertelstunde angerufen. Die Della kann unmöglich vor 11.20 Uhr zu Hause gewesen sein. Ja, ist gut, Heimann. Bis morgen. Der Junge war eine Viertelstunde vor der Mutter zu Hause. Sieht beinahe so aus, als ob du doch recht hast. Mit deinem Pelikan. Ich doch gesagt, oh nein, nein, nicht schon wieder. Mein. Ja, Heimann, was ist? Kriegel? Sie? Wo haben Sie denn diese Nummer her? Mir bleibt eben nichts verborgen, nicht mehr Ihr Liebesleben. Hallo. Oh, ja. Köster, ich glaube, ich habe was für Sie. Sie sind mir nur mal sympathisch, nur darum rufe ich an. Hier sitzt nämlich einer rum und gibt dauernd mich. Hier gibt's ja. Gibt dauernd furchtbar an. Er sagt, er sei der Letzte gewesen, der den Knülch von Adela lebend gesehen hat. Thank you.
Das ist Pech. Das ist Pech. Weil nicht für mich, für dich. Ich freue mich ja, dass ich mich über Normales und ein paar vernünftige Worte reden kann. Das heißt, was heißt hier eigentlich schon normal? Sag mir das. Was ist überhaupt normal? Wo ist denn Ihr Geschichtenerzähler? Weg! Als ich vorher kratz, 11 am Telefon war, weg. Hast du gesehen? Blaues Taschentuch auf linker Seite. Was war es denn da gleich? Vorne am Eingang hängt eine Tafel. Da kannst du nachlesen, was das alles so bedeutet, ja? Eigentlich fantastisch, wie hier von vornherein so gewisse Signale feststehen. Also wie bei den Bienen, ja? Also das Ganze ist ein Bienenstaat, nicht? Gelbes Taschentuch links, ich dich. Gelbes Taschentuch rechts, du mich. Fantastisch! Nur mit der Sprache komme ich nicht so klar. Weißt du, die reden alle so in gewissen Kürzeln, ja? Nur so in Kürzeln und die steht auf keiner Tafel. Mensch, nur hören Sie auf mit dem schwulen Latein. Sagen Sie mir doch mal, wie der heißt. Elmar. Ja, aber so heißt er bestimmt nicht. Mensch, also hören Sie mal zu, Sie pfeifen mich hierher und dann ist er weg und Sie wissen nicht mal, wie der heißt. Ah, den finden wir schon wieder, keine Sorge. Er hat eine Platte besungen, braucht Publicity, ja. Sehen Sie mal da drüben. Rechtsanwalt. Zu Hause 4 Kinder und hier... Jetzt sag mal, krieg ich hier eigentlich was zu trinken? Von einem Gequassel wird mir der Mund so trocken. Ja, muss ich an den hören. Können wir bitte was zu trinken bringen? Mehrere Angaben, bitte. Nein, bringen Sie mal das Weiße, was der Herr da hat. Was ist denn das? Weiße, was der Herr da hat. Alles nur Psychopath. Wie wir auch. Alle nur Psychopathen. Der, ich, du, der Schauspielerin. Na, hör darauf, dass ich meine Schauspielerin. Seine Frau, die einen Mord gestanden hat. Der ganze Quatsch hier nichts an, ich bin kein Psychopath. Küsse, ich will nicht so nahe sein, ja? Aber wir haben alle nur Glück gehabt. Siehst du, bei uns irgendein gütiger Finger auf das richtige Gleis geschoben. Ein falscher Rangierer und der Zug fährt in die verkehrte Richtung. Mensch, pass doch auf meine Hose, Mensch. Mach doch Flecken und Zucker drin, Mensch. Bist ja Blaukriegel. Name? Langhammer, Hans. Ich denke Elmar. Das ist mein Künstlername. Ich bin nämlich. Alles schon der Reihe nach. Ja, bitte. Wohnhaft? Hinteranger 5, München. Beruf? Freischaffend. Was schaffen Sie denn frei? Musikbranche. Ich singe. Also, meine Herren. Mir ist das peinlich. Ich meine, diese ganze Sache hier. Ich treffe den Herrn da, und der sagt, er sei von der Presse. Da habe ich halt gedacht, ein bisschen Publicity können nicht schaden. Ist doch wegen meiner Singerei. Und dann bringt er mich gleich hierher. Aber ich meine, ich weiß ja, man ist ja verpflichtet als Bürger. Als Staatsbürger ist man ja verpflichtet. Ich nehme an, Sie wissen, worum es sich handelt. Um Mord, ja. Glauben Sie mir, mich hat diese ganze Sache am allerschlimmsten getroffen. Vorbestraft. Wie bitte? Sie vorbestraft? Nein. Ja, ich meine, heute zählt das ja wohl nicht mehr. Wieso? Hat doch verjährt oder was? Nein, damals war ich 16 und damals war die Sache noch verboten. Das war völlig harmlos. Die haben mich aus einem Auto rausgezerrt. Aus einem Auto am Bahnhof, wo ich drin saß. Die haben mir 4 Wochen Haft für eine Sache gegeben, die völlig überhaupt nicht harmlos war. Nun regen Sie sich mal nicht auf. Überhaupt nichts. Beruhigen Sie sich doch mal. Verstehen Sie das? 4 Wochen, das ist keine Kleinigkeit. Regen Sie sich doch nicht auf. Ich reg mich ja überhaupt nicht auf. Sie verstehen das ja überhaupt nicht. Sie können das überhaupt nicht verstehen. Ich hab nie einen Vater gehabt und Hermann hat mir das Gefühl gegeben, dass ich... Haben Sie gesehen, wie der Mord geschehen ist? Was? Hey, Sie! Was fällt Ihnen denn ein? Das ist doch kein Scheißhaus. Haben wir einen Pakt? Nur reicht's mir aber. Weitergehen. Das gibt doch nichts zu sehen. Geht weiter. Was ist los mit Ihnen? Ja, wird so fein für unser Essen, was? Nein, es ist nichts. Meine Nerven, es sind nur meine Magennerven. Hat gar nichts zu bedeuten. Ich
ich mir was holen darf, dann putze ich das hier auch alles weg. Lassen Sie mal, das regnet doch sowieso. Die wollen Sie nachher im Präsidium sehen. Kommen Sie. Kann ich anders Wasser haben? Das ist meine Stimme. Ich muss aber eine Stimme. Ja, nur mal weiter. Es war sein Fest. Es war sein zweiter Geburtstag. Wieso zweiter Geburtstag? Hast du mich gelangt, einmal im Jahr älter zu werden? Das war doch ganz anders. Er war doch Flieger. Und am 2. September 1944 hat er einen Absturz gehabt. Die Maschine brannte und da haben sie ihn rausgezogen. Er war bewusstlos, aber außer ein paar Knochenbrüchen ist ihm nichts passiert. Na, und den Tag, den hat er halt immer gefeiert. Er hat immer gesagt, das wäre so, als wäre er noch einmal geboren worden. Ach, und da zieht er sich dann so komisch an? Wir verstehen sie ja überhaupt nichts. Entschuldigung. Aber hier vielleicht dieser Herr. Der verkehrt ja in unserem Club. Verkehrt wäre verkehrt. Bitte, Kriegel. Die Dame, die Sie zum Verhör erwartet haben, ist draußen. Ach ja, lassen Sie sie reinkommen. Bitte. Guten Tag. Das ist sie ja. Das ist die Frau, die hat sein ganzes Leben zerstört. Ach, Sie wissen ja gar nichts. Ich bin der Einzige, den Hermann geliebt hat. Ein Jahr. Das war nicht nur so eine Sache für eine Nacht. Seit 2 Jahren hat er nicht mit ihr geschlafen. Hätte überhaupt nichts mit den Frauen anfangen können. Warum hat sich denn nicht scheiden lassen? Er wollte es doch so sehr. Jetzt hör doch auf, hier rumzubrüllen, Junge. Ich will endlich wissen, was Sie gesehen haben. Alles habe ich gesehen. Was ist denn? Nein. Manu. Raus. Manu. Jetzt hör doch auf mit dem Schnupfen, Junge. Alles sagen Sie. Was alles? Was haben Sie gesehen? Wer hat geschossen? Sie, das wissen Sie doch. Er lügt dich mal. Manu, glauben Sie ihm das? Saugen Sie sich aus den Fingern. Der Hohling hat doch ein Riss im Ohr. Hier los. Ab mit ihm ins Vernehmungszimmer. Was? Ich hab den Mord gesagt, was ich möchte. Hören Sie doch bloß auf. Ich will Sie hier rausboxen und Sie spielen Theater. Was machen Sie denn hier raus? Köster! Lassen Sie beiden nicht aus den Augen! Köster, ich will jetzt wissen... Ich auch. Warum haben Sie ihm den Ohrring abgerissen? Nein, Sie war's. Nein, Sie war's. Der Junge, wo war der Junge? Der Junge? Wieso der Junge? Sie kann's gar nicht gewesen sein, das haben wir bewiesen. Doch, sie war's. Sie sagt's doch selber. Nein, Sie haben's gesehen. Hören Sie doch auf, Sie lügen! Sie wollen sich rächen. Nein, sie war es. Sie hassen sie nicht, wahr? Sie hassen sie aus Eifersucht. Sie. Ich sag nichts mehr. Ich will einen Anwalt. Ich habe ein Recht darauf. Und ob sie was sagen? Also brauchen Sie einen Anwalt. Sie sollen ja nach Zeuge aussagen. Er will einen Anwalt, weil das war. Sie haben geschossen. Nein, nicht ich. Sie hat geschossen. Sie. Ich glaub dir, dass du ihn geliebt hast. Ich verstehe das auch. Ich glaube auch nicht, dass du ihn hast umbringen wollen. Dazu bist du gar nicht der Typ. Aber wir müssen wissen, wie das war. Hm? Das musst du mir schon sagen. Das ist doch der Ohrring von Herrn... von Hermann. Weißt du, wen wirst du über den Ohrring beweisen? Dann sieht das ganz mies für dich aus. Das kapierst du doch. Hm? Blutgucke und so. Naja. Jetzt erzähl's mir mal. Hm? Wer waren die anderen? Wie war das mit dem Fest? Hm? Komm, erzähl's mir. Mir ganz allein. So, jetzt fangen wir an. Wer waren die anderen? Es war sein Geburtstag. Sein zweiter Geburtstag. Hermann war ganz groß in Form. Er hat uns seine Zaubertricks vorgemacht und gespielt. Dann waren die meisten gegangen plötzlich. Und da haben wir noch ein Ratespiel gemacht. Denn Hermann hat immer gesagt, es ist viel besser, wenn man Gesellschaftsspiele macht, als wenn man blöd über andere Leute redet. Dann waren wir ziemlich blau. Und dann? Keine Requisiten. Ophelia! Vandal! Was ist das?
Amalga! Maschinengewehr! Streifen! Morb! Masse! Das ist gegen die Spielregeln. Das ist gegen die Spielregeln. Wenn ihr so dumm seid, es zu verraten. Bist du verrückt? Hör mal, du spinnst. Du bist besoffen. Klingt das ein Spiel? Ein Spiel, ja, ihr Doofkeppe. Ein Revolver. Von einem Revolver wird vielleicht der blödeste von euch, hör nicht, auf eine Revolte kommen! Mit deiner Hühnerhose. Den oberen Spitzknochen treffe ich blind. Herr Mann, hör auf. Viele sind rachitisch, aber weniger auserwählt. Hör auf, wähle dich aus. Dich oder mich. Dich oder mich, sicher. Lass mich mal zufrieden. Das sind doch meine Sachen. Komm, ich fahr dich. Das ist ein Schlafzimmer. Wiederschauen. Wiederschauen. Dieser Feldscher macht sich an meinen Jungen ran. Der liebe Dr. Eisenbart, der fliegt die Leute auf seine Art. Ich bin verrückt und besoffen. So was mache ich nicht mit. Geh und lass meinen Jungen in Ruhe. Hermann. Hermann, glaub mir, es war nichts. Nichts. Das ganze Leben ist nichts. Hohl und leer. Komm mal, Junge. Lass uns in Ruhe nach einem trinken. Gut, dass wir weg sind. Komm, mein Kind. Hilf mir beim Aufräumen. Sarah muss ja gleich kommen. Da, mein Junge. Ex! Jetzt wollen wir zwei. Wir zwei ganz alleine. Noch ein bisschen Geburtstag feiern. Auf meine Weise, verstehst du? Schau her. Ich nehme jetzt alle Dinger raus. Nur zwei. Die stecke ich wieder rein. Und dann drehen wir es ein paar Mal. Und dann. Dann ziele ich. Nur so zum Spaß. Auf dich. Du musst keine Angst haben. Ja, du spinnst. Hör auf. Mensch, ich liebe dich. Ich liebe nur dich, Hermann. Das weiß ich. Das weiß ich doch. Und ich liebe dich. Wir lieben uns, nicht wahr? Das ist es ja eben. Und darum wollen wir versuchen, diesem schnöden Erdenleben an meinem zweiten Geburtstag Adieu zu sagen, ehe alles schal und fade wird. Mach doch kein solches Hasengesicht. Zwei Kugeln sind drin. Wir wollen es auch nur versuchen. Du zuerst. Los. Nein, ich kann nicht. Ich will überhaupt nicht schießen, Hermann. Ich kann Feiglinge nicht ertragen. Schieß los! Ich kann nicht. Elmar! Siehst du? Du bist frei. Du bist frei. So, und jetzt du. Du musst. Komm, ich will mich auch freikaufen. Ich will glauben, dass alles nochmal von vorne beginnen kann. Du schießt doch schon. Du sagst, du liebst mich. Einmal verlange ich was von dir. Einmal. Und schon versagst du. Hermann. Und dann habe ich den Wagen vorfahren hören und bin rausgelaufen. Und unten, Sie wissen doch, unten, wo das Gartenzimmer ist, da bin ich über den Zaun. Und dann habe ich mich versteckt im Wald. Ich weiß. Ja, danke schön. Danke. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da gesessen bin.
Ich habe mich halt versteckt. Ich wusste auch nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe geschlafen bis zum nächsten Morgen. Am Abend stand es dann schon in der Zeitung. Da habe ich es gelesen. Und da habe ich gedacht, es ist ja auch egal. Muss ziehen, Junge, nicht blasen. Und habe gehört, wenn sie es so haben will, soll sie. Es geschieht ihr nur recht. Wenn sie will, in Ordnung. Ich kam nach Hause. Nach Hause. Ja, und ich habe geglaubt, Mutter sei schon da. Und ich, die Türen waren alle offen. Bin ich die Treppe hochgelaufen. Sarah? 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 Sarah! Ich habe die Tür zugeschlossen und mich auf den Boden gekauert. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Ich glaube, ich habe mich übergeben. Dann plötzlich war Mutter da. Ich kam nach Hause. Hermann war tot. Und dann hörte ich ein Geräusch aus dem Badezimmer. Da habe ich die Pistole aufgehoben und bin die Treppe runtergelaufen. Aufmachen! Aufmachen! Ich rufe die Polizei! Mama, nicht schießen! Manu! Manu! Ich habe geglaubt, Manu war's. Ich war ganz sicher, Manu hatte Hermann erschossen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Sarah Deller, geborene Wohlraab, ist schuldig eines Vergehens der Vortäuschung einer Straftat nach § 145d Strafgesetzbuch und wird zu einer Geldstrafe von 1.500 D-Mark ersatzweise 30 Tagen Haft verurteilt. Der Angeklagte Manu Lewandowski ist schuldig eines Vergehens der Vortäuschung einer Straftat nach § 145d Strafgesetzbuch und wird zu einer Geldstrafe von 500 D-Mark ersatzweise 10 Tagen Haft verurteilt. Die Angeklagten haben außerdem...